So, servus und hallo zu einem neuen Spotlight. So, lange Rede, kurzer Sinn. Letzte Woche hatten wir ja die Spotlight Week. Und da habe ich ja sehr oft gesagt, wenn ihr was habt, was ihr gebaut habt, egal was, Coaster, Gebäude, Park, Attraktion, Flatride mit Seeming, weiß der Geier, irgendwas, einfach mir, und ihr wollt, dass ich mir das mal anschaue, auch kritisch anschaue, dann schreibt mir das in die Kommentare oder Twitter oder keine Ahnung. Irgendwie starten wir den Kurs davor, dann versuche ich, dass ich mir den zeitnah ansehe. So, das war das. Dann, was gibt's noch zu sagen? Uploadplan veröffentliche ich immer auf Twitter, wann welcher Video rauskommt. Und ihr braucht keinen Twitter-Account, um den Uploadplan sehen zu können. Der ist immer angepinnt als Post ganz oben. Den könnt ihr auch ohne Account ansehen. Link in der Videobeschreibung. Und was gibt es noch zu sagen? Genau, ich habe noch eine Frage. Da würde ich auch um Rückmeldung bitten. Und zwar, ich werde da auch noch eine Twitter-Umfrage machen, beziehungsweise wenn du das Video siehst, habe ich die vielleicht schon gestartet. Ja, es geht darum, um die Art meiner Spotlights. Wollt ihr oder willst du, dass ich das wie bisher auch mit Bewertung mache, also mit Bewertungstafeln und dann Sterne hergeben oder nicht? Genau, also geht darum, soll ich das mit den Sterne hergeben beibehalten? Oder soll man wie andere Vorsteller einfach den Coaster ansehen? Meine Meinung dazu sagen, also ich werde nach wie vor sagen, gefällt mir, das und das gefällt mir, das und das gefällt mir nicht, aber halt ohne Bewertung am Schluss. Und sag mir mal, wie ich das zukünftig haben, machen will oder wie ihr das haben wollt. Sorry für das sehr chaotische heute wieder mal. Es ist ja immer chaotisch, aber hat ja den Eindruck, es ist irgendwie mehr chaotisch. Zur Info, heute ist Samstagmorgen, der 25. um 5.20 Uhr morgens. Also, ich würde mal überhaupt nicht schlafen, aber ist ja egal. So, das soll natürlich keinen Einfluss auf meine Art haben, wie ich mir den Coaster anschaue. Was schauen wir uns denn überhaupt an? Wie schon gesagt, ein Coaster. Die Screenshots haben mir gefallen, dann haben wir den ausgesucht. Der Ersteller heißt Skunf, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber es steht hier im Titel und in der Videobeschreibung und genau wie der Coaster-Name, also keine Überraschung, ist ein Horn-Coaster, so heißt er. Jetzt schauen wir uns das Teil mal an. Ist ein Blueprint Horn-Coaster, man sieht schon, sehr schöne Farben. Toolkit-Objekte. Nee. Ich lade doch keine Toolkit-Objekte. Ich finde das irgendwie. Sieht man das nicht, wenn man das Teil abonniert? Steht das irgendwo? Weiß das wer? Kann man das irgendwer sagen? Also wahrscheinlich sieht der Coaster jetzt nicht so schön aus, wie er aussehen soll normal, aber Toolkit-Objekte lade ich einfach nicht. Da hinten baut sich der Park schon auf. Kann durchaus sein, dass der Coaster jetzt nicht so schön aussieht, wie er aussehen soll, weil eben Objekte fehlen. Schauen nur, ob wir hier eine Platte haben, die sagt, platziere mich in dieser Höhe. Haben wir nicht. Schade. Es ist immer sehr hilfreich, so Platte, diese Höhe oder See Me oder Hide Me oder irgendwie sowas. Versucht es hier mal so. Ja, so wird schon passen, denke ich. Dass hier ein bisschen im Boden ist. Okay. Wenn es zu tief ist, kann nichts machen. Bis jetzt so. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich denke, dass hier zum Beispiel ein Toolkit-Objekt normalerweise drinnen sein müsste, was es jetzt nicht ist, weil sonst macht hier der Kasten überhaupt keinen Sinn.
Es ist ein Dueling Coaster. Oh, das war mir jetzt nicht so bewusst. So. Relativ kompakt gebaut hier. So, was ich auch noch immer ganz gut finden würde, baut doch einfach ein paar Platten hin, dass man weiß, wie die Wiege zu bauen sind. Ich gehe mal davon aus, hier rauf, weil da Lampen sind. Okay, das war jetzt nicht so kompliziert. Ausgang ist dann zu bauen wahrscheinlich hier herüben. Die gleiche Art, rauf und runter, gehe ich jetzt mal davon aus, hier die Wiege hingeführt hätten. So, die Uhrzeit muss man schnell fest einstellen, 10 Uhr. Und ein Dueling, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich habe die Screenshots gesehen und alles mögliche, aber nicht mit dem Dueling Coaster gerechnet. Ja, Szenerie, sind halt fehlende Toolkit-Objekte. Ja, blöd jetzt. Aber die lade ich nicht. So, ich mache hier jetzt mal Pause. Und testen. Testen. Wieder gelb auswählen und nach Beinen setzen. Und Pause raus. Und da müssen beide starten eigentlich. Pause raus. So. Und dann schauen wir mal. Ich muss mir übrigens auch angewöhnen, etwas Gas zu geben bei den Vorstellungen. Ist das sowas immer ein bisschen dauert, ist schon okay. Aber anstelle dieser Vorstellung wäre heute eigentlich eine andere Vorstellung gekommen und die habe ich jetzt tatsächlich nicht genommen, einfach weil ich mir ewig verquatscht habe bei der Vorstellung. Die hat dann über eine halbe Stunde gedauert und nicht wundern, in der Vorstellung, die nächstes Mal kommt, sage ich auch nochmal dasselbe, dass das halt lang gedauert hat. Da ist es, dass die letzte Vorstellung lang gedauert hat, da ist aber dann nicht diese gemeint, sondern die ursprünglich geplante. Ich schreibe es nochmal ins Video vom anderen, ist eben schon aufgenommen. Aber jetzt zurück zu diesem Coast. Boah, voll durch die Fresse, den Baum. Boah, das sieht man doch, wenn man eine Testfahrt macht. Und nochmal. Nochmal, dreimal. Eine schwebende Lampe. Komm, einmal geht nur. Einmal nur Baum durchs Gesicht. Ah, fast. Einmal geht nur, jetzt komm. Und viermal, fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Ich kann gar nicht mehr auf den Coaster konzentrieren. Du bist so langsam jetzt, oder? Ja. Pause. Und wir alle Coaster schließen. So, der und der. Und testen und testen. Pause haben wir drin. Okay. Dann schauen wir das nochmal schnell ein bisschen. Ja. Was mir gut gefällt, ist die Begrenzung hier außenrum. Dueling Coaster sind tatsächlich, glaube ich, einfach etwas schwieriger.
zu bauen. Habe ich selber noch nie gebaut. Ich habe jetzt aber auch nicht den anderen Zug irgendwo gesehen. Ja, schauen wir mal, ob wir den jetzt hier sehen. Aber Szenerie besteht halt aus Bäumen. Gut, vielleicht Toolkit-Objekte, kann ich nicht sagen. Lade ich hier nicht. Waren bestimmt so 2, 3, 4, 5, 10 Toolkit-Objekte hier drinnen. Aber das mit den Bäumen, einmal, okay, kann passieren, dass man es übersieht. Aber 8 Mal oder was das jetzt war, das ist schon hull. Das sehe ich doch, wenn ich die Bahn fahre. Ich verstehe das immer nicht. So, 22 Uhr, schauen wir uns die Beleuchtung mal an. Ja, es hat schön mit den zwei Farben gespielt, gelb und rot. Hier bewegt sich gleich auch was. Habe hier die Pause noch drin. So, dann setzen wir mal in den roten rein. Und machen wir Pause wieder raus. Das mit den Lampen in die Bäume finde ich schön. Vorher hat man 8 Mal. Zählen wir mal mit. Hier auch. Vielleicht ist ja hier besser. Wo ist eigentlich die andere Bahn? Hier. Hat man vorher die andere gar nicht gesehen. So, Lifthill ist schon sehr gemütlich. Schwebende Lampen haben wir hier auch noch. Eigentlich überall. Also an den Ersteller, falls du das nicht weißt, man kann die Taste X drücken und dann kann man die Dinge nochmal fein nachjustieren. Das automatische Platzieren nicht passt, die Lampen haben auch geschwebt. Überschläge ohne Ende und so. Meine, nicht zu schnell, weich, einmal. Boah. Zweimal. Viermal. Ja, das könnte gehen. 5, 6, 7, ja. Ja, geht gerade. Hier kann man an den Bau. Ja, da kommen wir vorbei. Ja, also ganz ehrlich, das geht nicht. Meiner Meinung nach geht das nicht. Das sieht man, wenn man Testfahrt macht, ja, nur nichts dabei, wenn man den Baum nur ein bisschen verschiebt. Dueling Coaster schwierig zu gestalten. Okay. So, das wäre jetzt die Stelle, wo ich normalerweise meine Bewertungstafel rausziehen würde und Sterne vergeben würde und sagen, ja, so gut, nicht gut, mache ich an dieser Stelle einfach mal nicht, damit ihr seht, wie es ohne Bewertungstafel wäre. Dann würde ich jetzt nämlich einfach sagen, ja, gute Ideen, aber viele grobe Fehler drin. Hier schwebende Lampen, also überall schwebende Lampen, exemplarisch. Nur mal hier. Oder die ganze Reihe runter. Hier. Hier oben das Zeug schwebt auch rum. So. Das könnte man alles, da könnte man sich schon mal dran setzen.
die Bahn an sich war okay. Da hatte ich schon schlimmere. Szenerie, ja. Ein paar Steinchen, ein paar Bäumchen. Und vielleicht Toolkit-Objekte, die ich nicht sehe. Auslöser hat mir jetzt nicht so wirklich. Hier oben, die Dinger sind nicht ausgelöst, glaube ich. Die leuchten einfach immer. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, nicht ausgelöst, die leuchten immer. Zusammenfassung: keine Platzierungshilfe mit Höhenlevel. Keine Platten, wo die Wege zu bauen sind. Gut, die sind jetzt nicht so kompliziert hier. Aber es habe ich bei Andrea auch angemerkt. Fliegende Lampen, sehr, sehr, sehr viele Bäume im Gesicht und bei den Steinen etwas knapp. Es hat gepasst, aber es war etwas knapp. Keine Auslöser. Aber die Bahn an sich schön und smooth und ja. Also ich will hier tatsächlich nicht nur rummeckern, sondern ich freue mich auch, wenn es einen schönen Coaster und so gibt. Aber ich sag halt so meine Anmerkungen. Ja, nochmal die Bitte, was sagt ihr mit Bewertungstafel, ohne Bewertungstafel? So, jetzt machen wir hier mal, das ist doch geeignet für Screenshot. Machen wir schnell einen Screenshot und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss.